Nach den großen Erfolgen in den letzten Jahren stehen alle Vorzeichen für eine Neuauflage. Deswegen geht die lange Nacht des Gymnasiums im Ostarrichi-Gymnasium in die fünfte Runde und überrascht mit hoher Prominenz und frischen Visionen. Natürlich wollen wir uns auch als Schule präsentieren, als sehr vielfältige Schule, wo Persönlichkeitsbildung ganz klar im Zentrum steht. Bei dieser langen Nacht steht aber ein Mann im Zentrum, Donny Inoa, wo ich der Meinung bin, es ist ein Vordenker, der gerade in der Schule auch sehr viel zu sagen hat. Und auch viele andere Themen zum Thema Scheitern und Gelingen sind gerade auch in der Pädagogik ganz besonders wichtig und wertvoll. Und dieser Abend soll aus meiner Sicht auch ein Diskussionsanstoß sein, wie man Schule sehen kann und muss. Wie gesagt, für mich ist das Wichtigste in der AHS-Ausbildung, dass Schülerinnen und Schüler neben der Beziehungsbildung lernen, mit einer guten Allgemeinbildung denken zu lernen. Das Motto des aktuellen Schuljahres prägt auch die lange Nacht. Geht es doch um Visionen und kritische Reflexionen, die zu mutigem Handeln führen sollen. Das unterstreicht auch Toni Inauers Lesung aus seinen Büchern »Der kritische Punkt« und »Am Punkt des Erfolgs«. Ein ganz wichtiges Thema zum Beispiel bei Toni Inauer ist neben dem Erfolg die Entschleunigung. Ist ganz wichtig, dass man sich persönlich weiterentwickelt. Und das ist für mich auch das primäre Ziel in der Schule, dass sich die Schulgemeinschaft, natürlich jeder Schüler und Schülerin, persönlich weiterentwickelt. Und ich glaube, dieser Abend kann ein Anstoß sein und passt für mich wunderbar zu unserem Schuljahresmotto: Träume, denke und handle mutig. Wie gesagt, er ist so eine Koryphäe in diesem Zusammenhang und ich bin unglaublich stolz, dass er uns zugesagt hat. Musikalisch umrahmt wird die Lesung durch Beiträge der Schülerinnen und Schüler der 8a. Ab 21.30 Uhr geht die Lesung über zum Informationsaustausch. Ich habe die Ehre, dass ich Toni Inauer interviewe, auf das freue ich mich auch schon ganz besonders. Und es wird dann im zweiten Teil unsere Schülerband Linguistics geben, die da auftreten wird. Und vorher, ganz am Anfang, um 18 Uhr gibt es schon einen Elternabend für Volksschuleltern. Wie gesagt, da werden wir uns als Schule speziell präsentieren und es wird auch einige Zusatzinformationen für unsere Schule, über unsere Schule geben. Es wird über einen Beamer unserer Schulalltag eingefangen werden, dass alle Besucher auch sehen, wie vielfältig unsere Schulwelt ist, was sich da in den letzten Monaten schon wieder getan hat. Also die Eltern, Schüler und Interessierten, die kommen werden, werden einen guten Einblick bekommen über unsere Schulvielfalt. Am 10. November ab 20 Uhr wird mit Überflieger Toni Inauer die fünfte lange Nacht des Gymnasiums über die Bühne gehen.